Ja. Guten Tag zum neuen Frage-Antwort-Video. Nicht live aus der Werkstatt. Zur Information, wir haben Samstagabend. Acht. Ostern. Jetzt mal loslegen. Um das nochmal klarzustellen, wir haben Ostern. Jo. Chill Willi 89 fragt, wie ist denn der Stand bei den Teilegutachten der Fächerkrümmer für 1,6er MB? Ich habe meinen ja letztens abgeholt. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dem Einbau noch warte, möchte ungern längere Zeit ohne Eintragung rumfahren müssen. 1,8er MB und NA ist fertig. 1,6er in AMB, glaube ich, ist in der Erstellung. Bin ich mir nicht 100% sicher. Da wäre es einfach, wenn du dann eine E-Mail schreibst, weil da kannst du sagen, vielleicht, dass wir so viele Genehmigungen parallel haben laufen lassen, kann das doch immer sein, dass ich da nicht ganz so tief im Thema bin. Timon 1000000 Frage für das nächste Q&A. Wie ist die Eintragung von Vollschalensitzen, in Klammern Sparco Sprint, möglich, wenn die Neigung der Rücklehne gegenüber der Sitzfläche laut Fahrerhausrichtlinie grundsätzlich plus minus 5 Grad ohne Zuhilfenahme von Werkzeug verstellbar sein muss? Würde die Sparkos gerne im NA eintragen lassen? Danke und liebe Grüße. Das Problem ist möglich. Also das, was in der Fahrerhausrichtlinie da steht, die kenne ich nicht. Also ist absolut problemlos möglich. Magonos 888 fragt, Felgen-Reifen-Kombination auf Nikos RX-7? Frage für einen Freund. Habe ich drunter geschrieben und das Video als Antwort. Hat er drunter geschrieben. 9x17 ET 22 235 40 schon drum. Tatsächlich. 22 Nico. Okay. 525 ISI fragt zum 2,5 Liter NC. Geiler Umbau. In meinen Augen der beste Motor für den NC nach 6- und 8-Zylinder-Umbauten. Frage, warum die andere Ansaugbrücke? Kostet die vom 2 Liter viel Leistung? Hat die Nockenwellenverstellung beim Motor nur eine Früh- und eine Spätstellung? Merkt man den kleinen Drehmomenteinbruch im Diagramm beim Fahren? Also den Drehmomenteinbruch merkt man nicht beim Fahren. Warum die kleine Ansaugbrücke ist relativ, oder warum die andere Ansaugbrücke? Die originale 2 Liter Ansaugbrücke kostet so 25 PS. Also absolut unbrauchbar. Und die Ansaugbrücke, die wir haben, bringt halt auch oben raus Leistung, weil durch den Hubraum bringt der Motor an sich auch schon von unten raus den Drehmoment. Und den Drehmomenteinbruch laut Guido merkt man ihn nicht, noch laut Besitzer und Fahrer merkt man da nichts. Sebastian, laut Beifahrer auch nicht. Ich kann es nicht bewerten. Ich bin nur noch Führerschein los. Ja. Wie lange noch? Monate. Ja, 2 Wochen, einen Monat, sowas. Es ist nicht mehr so lange. Früher habe ich gut rum. Also ich muss sagen, die Leute, die jammern, dass sie keinen Führerschein haben. Boah. Die haben einfach nicht genug Mitarbeiter. Exakt. Aber wie gesagt, ich bin mal ein bisschen organisiert und dass da irgendwo hingeht, wo einen das nicht nervt, dann ist es auch eigentlich nicht so tragisch. Jo, Swift 94, Frage fürs nächste Q&A. Bekommt man mit dem Rotrex-Kit das H-Kennzeichen beim NA? Nein, also gab es das ganze Thema H-Kennzeichen, würde ich am liebsten ein eigenes Video zu machen, um ehrlich zu sein, weil das ist ein sehr, sehr komplexes, anstrengendes Thema. Also würde ich so nicht für die haben und sagen, ist das, ist jenes. Das, was wir früher mal gesagt haben, was man per H eintragen kann, da kann ich sagen, das ist alles Bullshit, weil da hat sich so viel geändert. Stand heute ist eine Fächerkrümmer-Cut-Kombination nicht mit H fahrbar. Okay. Echt, das ist relativ krass zu sagen. Obwohl es sowas früher schon gab. Warum das so ist, da müsste man ein Video zu machen, weil es echt verrückt ist. Ja. Dennis. Wie war mein Teestück? Dennis fragt, worin bestehen die Unterschiede bei den Shiftern von IRP, Coolerworks und CAE? Vielen Dank für eure Mühen. Es ist relativ einfach.
IRP ist halt ein sehr simpel aufgebautes Bauteil. CRE ist sicherlich der Ferrari oder mit Shifter. Muss man sagen, das Produkt ist sehr gut. Wir haben aus eigener Entscheidung gesagt, dass wir den Vertrieb von diesen Produkten einstellen. Wieso, warum, weshalb, will ich nicht weiter kommentieren. Und haben uns da mit der Firma Coolerworks zusammengetan. Das Produkt ist absolut auf gleichem Niveau. Ist teilweise ein bisschen anders aufgerüstet, muss man sagen. Ist auch ein bisschen günstiger. Ja, also ich sag mal, Preis-Leistungssieger ist sicherlich der Coolerworks. Wenn man jetzt noch sagt, okay, ich stehe übel auf den Fällen von so einem CRE, dann nimmt er den. Andi fragt, wie ist die seltsame Drehmomentkurve, auch von dem 2,5 Liter NC, wie ist die seltsame Drehmomentkurve zu erklären? Bei einer moderaten Literleistung von 90 PS wundert mich zum einen der Drop zwischen 4.000 und 5.500 Umdrehungen, zum anderen die Dieselcharakteristik. Warum liegt der Drehmomentpeak bei 3.000 Umdrehungen pro Minute? Müsste bei dem Aufwand VVT, Nockenwellen, Ansaugkrümmer, komplette Abgasanlage der Peak nicht zwischen 5 und 5.500 Umdrehungen liegen? Bei einem Drehmomentfokus auf höhere Drehzahlen würde die Kurve obenrum weniger abfallen und 250 PS kämen in Reichweite. Lässt der Zylinderkopf keine höhere Strömung zu? Relativ einfach. Also der Punkt ist, das Drehmoment weiterhin rauszuziehen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich versuche schon, das Drehmoment so früh wie möglich bei dem Motor da zu halten und natürlich entsprechend aufrechtzuerhalten. Dieser Knick entsteht aus relativ einfachen Gründen. Das hat was aus dem Zusammenspiel von den Nockenwellen und dem Saugrohr zu tun und dem VVT, kriegt man aber leider nicht weg. Auf der Straße aber, wie gesagt, kaum spürbar. Oder gar nicht spürbar. Um die Drehmomentkurve weiter hinten aufzuschieben, bräuchte man einfach aggressivere Wellen, dann wären auch sicherlich 250 PS möglich. Aber das ist halt ein Paket, das man absolut problemlos im Alltag, auf der Straße, in der Stadt etc. und fahren kann, ohne dass es einen nervt, ruckelt, zuppelt und macht und tut. Also deswegen, glaube ich, hat man hier den besten Kompromiss aus beiden Welten, Leistung und auch Drehmoment gesucht und passt in meinen Augen ganz gut. Jo. Dead Sad Cat fragt, ich habe vor, ITBs in meinen 91er NA zu bauen und habe so einiges dafür auf der Liste stehen und einige Fragen. Kann ich zuerst Steuergerät und Lambda verbauen und dann direkt die Einzeldrossel verbauen? Ja. Würde dann im Nachgang Stück für Stück neue Nockenwellen einbauen und die Kompression erhöhen, so wie mich um Krümmer etc. kümmern? Oder sollte ich auf keinen Fall die Einzeldrossel den Schritten davor vorziehen? Ich weiß, dass eine Einzeldrossel allein keine nennenswerte Zahl an Leistung rausbringt, aber es sollte auf alle Fälle das Ansprechverhalten verbessern und den Sound auf ein neues Level bringen. Ach, und was kostet es ungefähr, den Kopf um 1 mm zu planen? Danke im Voraus, ihr seid die Besten. Danke für die netten Worte. Ich will niemals mit der Einzeldrossel anfangen. Fächerkrümmer, Nocke, Steuergerät, Lambda, alles cool. Da kannst du ja nur spielen, was zuerst was du willst. Man muss das schon ein bisschen sinnvoll angehen wegen der Abstimmung. Man will ja nicht nach jedem Step neu abstimmen müssen. Also Fächerkrümmer, Tat, Nocke, Steuergerät, Lambda, Einzeldrossel. Hast du einmal abstimmen mehr, 700 Euro. Und was das um 1 mm planen? Also Kopfplan, das kostet 3 Euro, 250 sowas rum, wenn überhaupt, ja. Vielleicht auch günstiger, ich weiß nicht so genau. Aber 1 mm planen Kopf ist kein Problem, das Problem ist aber danach eventuell Ölverbrauch. Jo. Satanas schreibt zum 2,5 Liter, im Shop wird der Stage 2 Swap mit über 18.000 Euro angeboten und Leistung soll nur 220 PS sein. Die Abgasanlage ist dann noch gar nicht dabei. Das wären ja nochmal 1.300 mehr. Ja, was denn nun? Zu diesem ganzen Thema Kalkulatoren, Shop etc., wie wir das aufbauen, ich glaube, da machen wir ein eigenes Video zu. Ich glaube, zu dem Video auch, als wir das gedreht haben, war der Preis nun mal so? Ja. Ich glaube, dazwischen haben sich die... Also du machst, ich glaube, Nico sitzt nebendran, der kann es ja auch noch mal ganz kurz erklären. Wir machen jede Woche Preisabmassung.
Ja, das ist einfach so. Die kommen auch genauso schnell und unverhofft von den Zulieferern rein und da muss man irgendwie auch mal drauf reagieren. Ja. So, wir haben sehr lange versucht, mit Marge gegenzukommen, es geht aber nicht. Also um das in Zahlen einfach darzustellen, du hast halt, verdienst halt kein Geld. Also, alles, was wir gerade machen in den ersten Monaten hier, ist Geld verbrennen und Spaß an der Freude. Das Problem ist, weil alles teurer wird. Jeder Lieferweg wird teurer, jeder Zusteller zieht an, jedes Bauteil wird teurer, das ist echt sehr anstrengend. S.M. fragt, hallo SPS-Team, könnt ihr mir den Mazda 5 2,0 CD mit 143 PS als Familienauto dringend empfehlen oder doch lieber die Finger davon lassen? Würde mich riesig über eine Rückmeldung freuen, bin Azubi und dringend auf der Suche nach einem soliden Familienauto bis maximal 10.000 Euro. Auf Kleinanzeigen gibt es den Mazda Baujahr 2009-2010 mit 90.000 Kilometern für ca. 8.000 Euro. Ja. Wir haben den günstigsten gekauft. Der hat 700 Rechtslenker, der hat 700 gekostet. Sahnenstück. Muss auch nur minimal was dran gemacht werden. Ein bisschen Motor und Getriebe. Fahrwerk und alle Fuchsen. Das ist wie ein MX-5. Ja, weiß ich nicht, kann man schon. CD ist Diesel, oder? Denke ich. 143 PS müsste Diesel sein. Ja, muss ein bisschen gucken. Ne? Ölpumpe ist ein Thema, Steuerkette ist ein Thema, Turbolader ist ein Thema. Außerdem ist Diesel teuer. Ist teuer. Also Benziner kannst du bedenkenlos kaufen. Vielleicht ein bisschen Ölverbrauch, ein bisschen Rost oder sonst die Dinger fahren. Motorradcrosser fragt, zuerst einmal vielen Dank für euren Einsatz. Ich habe mir einen SPS Track XL Überrollbügel bei euch gekauft, eingebaut und problemlos eingetragen. Ich bin sehr zufrieden damit. Nun möchte ich gerne auf Vierpunktgurte umrüsten. Hätte ich auch früher daran denken können. Jedoch fehlt mir dazu die dazugehörige Gurtstrebe. Kann man diese legal nachrüsten oder muss ich mir den Track Plus XL Bügel kaufen? Also das ist der einzigste. Also bei uns im Büro würde man sagen, kurz vom Ziel in die Hose geschissen. Das ist auch der richtige Ausdruck dafür. Das ist halt echt blöd, weil da geht's wirklich nicht. Also du musst einen komplett neuen Bügel kaufen. So leid mir es tut. Ja, ich bin auch glücklich, dass du damit mit dem Produkt glücklich bist. Ja, aber da geht's wirklich leider nur neuer Bügel. Oder Bügel so zurückschicken, wir schmeißen Gurtstrebe ein, Pulver neu und schicken den zurück, weil der Bügel ist ja exakt der gleiche, oder? Nee, ist gleich, das ist genau der gleiche. Wir haben gleiche Lehre gebaut, das ist genau der gleiche Bügel. Ja, kostet halt ein bisschen Aufwand, ja. Zeit. Aber vielleicht ist es günstiger, wie wenn man hingeht und einen neuen Bügel kauft. Weil auch die Bügel, ja, sind aktuell so gepreist, wie sie gepreist sind. Aber wie gesagt, wir versuchen natürlich dazu gegen zu puffern, aber... Ja. Harald B. fragt, Servus, ich hätte eine Frage für das nächste Kunde. Ich habe einen Temperatursensor an eurer Ölablassschraube verbaut. Fahre einen 1.8er NC mit eurem 5W50 Öl. Ich habe die Möglichkeit, eine Temperatur bei der Anzeige einzustellen, wo dann ein Alarm bei der Überschreitung ertönt. Welcher Wert ist hier sinnvoll? Danke vorab und bitte macht weiter so. Ich komme ja vor. Muss die Kamera entlegen. Doch, doch. Nee, sieht so aus wie ein Zaun. Das ist mir echt unangenehm. Ist. 100 und 103 Grad, Komma. Nee. Also ich würde bei 100, also mit einer Alarm würde ich mich stellen über 122 Grad oder so. Bei 5W50. Genau, also da brauchst du keine Angst haben. Ne? So viel und Brennstecken auch 125 Grad, da geht auch nichts kaputt. Marc sagt zum RX8-Projekt, ich bin total begeistert und verfolge das Projekt mit Freude, wäre so gerne mittendrin und dabei. Ja, bald geht es wieder weiter, das hat einfach gerade was, aber wie gesagt, das wird nochmal zum Ende in dem Video dargestellt, weil jetzt ist ja noch relativ lustig, aber, oder in dem eigenen Video, mal gucken, also, es geht auf jeden Fall weiter, lassen wir da ein bisschen lang unter. Ja, am Freitag kommt die nächste Folge. Ah. Noch haben wir Material. Sind eigentlich Teile, also die wir bestellt hatten, schon bei Marius? Ja. Okay. Mr. Miyagi's Tube fragt, wie sieht es mit Sparco Ref aus, die ich beim letzten Black Friday gekauft habe? Will mir noch den passenden Bügel dazu kaufen?
Es geht wahrscheinlich, ja, es geht um das TÜV-Video. Mhm. Problemlos. Das sind die Sitze, die wir kaufen. Wenn die Sitze bei uns gekauft haben, wie das Digger, und die das Ding als Einheiten, können wir wahrscheinlich anfangen, dass wir es kaufen. Okay, cool. Könnt mich wieder hören. Kleines Malheur mit dem Mikro. TurboTom fragt, genau, was sagt eigentlich ein Seriensitz mit 30 Jahre alten Sitzgurt, Sitzseriengurten bei diesem Test? Wird die Zugkraft dann reduziert, weil es ja nur 3 Punkte sind? Nee, die Zugkraft war immer die gleiche. Deswegen ist ja der einleitende Zugversuch bei einem 3-Punkt-Gurt und der Zugmoment viel höher. Ja. Ja. Manfred Müller fragt, kann man beim originalen Sitzen im MX-5NA auch 4-Punkt-Gurte mit Überrollbügel eintragen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, um tief zu sitzen und vernünftigen Halt im Sitz zu haben? Grundlegend nein, weil das Problem ist halt, dass du brauchst über diese Vollschale. Es geht halt nur mit Gurtdurchführung, die hat der Originalsitz nicht und deswegen ist es schwierig. Könnte man jetzt nochmal einzeln mit dem TÜV-Prüfer prüfen und klären, aber ist schwer. Da wäre eine E-Mail ganz praktisch, dann würde ich da eher auf den E-Mail-Weg verweisen. Ja. Der Rohfischverputzer fragt, da kommt mir die Frage, weil ich die Corbeau-Sitz mit euren Sitzkonsolen besitze, letztes Jahr bei euch eingetragen, sollen wir beim nächsten Besuch das Gurtschloss am Mitteltunnel befestigen? Ja, kann man machen, aber es ist grundlegend. Wir hatten auch schon 2 Kunden, die hatten einen Unfall mit den Lotus-Sitzen auf der Befestigung. Es ist ein geprüfter Punkt von der Firma Lotus. Also deswegen sollte man da immer, man kann es machen, weil man hat es jetzt da gesehen. Ist auch richtig so. Aber wir hatten schon 2 Kunden, die hatten einen Unfall und da war nichts. Ne? Also. Ich glaube, das ist auch immer ein Thema, Zustand der Sitze. Genau. So, in Zukunft wird es bei uns immer so sein, dass die Befestigung an dem Mitteltunnel ist, ganz klar. Ja. Friendly Reptile sagt, der menschliche Körper kann eine Belastung von 50G überstehen, wenn diese nur sehr kurz auftritt. Unfälle, bei denen 25G auf den Körper wirken, gehen in der Regel mit schweren Verletzungen aus. Ja. Das ist aber auch dann nur... Genau. Also es kommt dann wirklich sehr drauf an, aber ich kann dir sagen, dass in diesem Moment, wenn du so einziehst, dass du so viel Zug hast, wie das, was die da machen, da bist du am Arsch. Also, dass du ein 40er Vollrohr oder 45er Vollrohr so verziehst, da will ich nicht der Körper sein, der das Gewicht spielt und nicht die Wirbelsäule und nicht die Rippe. Trinto Calzone fragt, kann ich meinen Mazda 2 Skyactiv G90 Automatik vorbeibringen? Will klassisches Saugertuning? Keine Chance. Wie gesagt, wir gehen zu dem ganzen Thema Zukunft, SPS, Wartezeiten etc. Wir gehen nochmal gleich in einem eigenen Video ein, was wir auch heute abdrehen. Weil da wird sich doch ein bisschen was ändern in sehr naher Zukunft. Pimpfi fragt, habt ihr einen Hardtop-Spoiler in Planung für NA und NB? Wäre super interessiert an einem für meinen Mixer. Keine weiteren neuen Produkte aktuell in Planung, bis die aktuellen abgeschlossen sind. Ja, haben viele gesagt zum RX8-Projekt, dass die Serie gefällt, dass das Projekt cool ist, dass ich dein Bauarbeiter-Dekolleté zensiert habe. War gut, freut mich. Flexor, bezüglich eurer Meldung zu Freitag, 1. April, finde ich top, dass ihr euch zukünftig nur noch auf MX-30 und weitere BEVs von Mazda konzentriert. Geil. Kein Motortuning mehr, keine Nockenwelle, die kaputt gehen kann, kein Kolben, Ölwechsel. Kein Ölwechsel, top. Genau meine Welt. Turboschnecke fragt, Jan hatte in einem der vergangenen Videos davon gesprochen, dass die Heckklappen mit integriertem Ducktail fertig sind, / ausgeliefert werden. Könntet ihr mal ein separates Produktvideo zu den Teilen machen und erklären, was mit leichten Anpassungsarbeiten gemeint ist? In eurem Shop steht sowas in der Produktbeschreibung. Vielen Dank und Grüße nach Altenlietz. Ja, es handelt sich halt um GFK-Bauteil. Wenn das Scheißding natürlich von vorne hinten nicht passt, dann ist das nichts. Dann könnt ihr dafür auch nichts. Aber wenn du einen Spalt anpassen musst, das ist immer ein GFK-Teil, dann musst du das halt nacharbeiten. Man kann so ein GFK-Teil in 100% perfektem Finish verkaufen, kostet so ein Heckdeckel 700 Euro, nur im GFK.
ist dann, wie gesagt, bei unserem Produkt ein bisschen schwierig. Aber ja, wir kriegen jede Woche gerade 5 Stück, also toi toi toi, es geht weiter, ja. Magus fragt, hallo zusammen, zum weißen Perfect Roadster. Jo, hallo zusammen, traumhaftes Auto, die Spiegel sind nicht TÜV-bar, oder? Doch. Doch, geht. Und jetzt wird spannend, das geht nur bei ganz speziellen Modellen mit ganz besonderen Zulassungsvorschriften. Das geht nicht beim NB, das kann ich jetzt schon sagen, es geht nur beim NA. Es geht nur bei den ersten Fahrzeugen. Wenn ihr noch einen Fahrzeugschein, eine F488 da drin stehen habt, dann geht es. Teilweise bei den E-Nummer-Fahrzeugen, das ist so ein Ding, Einzelanfragen per E-Mail und dann geht es. Ist lustig, weil ganz viele Sachen sind komplizierter geworden, ganz viele Sachen sind einfacher geworden. Ich könnte da so ein paar Dinge raushauen, aber dann wäre ich mir sicher, da würde eine Flut von Anfragen kommen, die wir aktuell nicht bearbeiten können. Ja. Marco Gass sagt, danke nochmal für eure transparente und sehr gute Arbeit mit freundlichen Grüßen. Das ist nett. Wie gesagt, das nächste Video ist gleich, kommt im Anschluss oder wir, ich denke mal, Sebastian wird es im Anschluss machen, als nächstes Video. Da ist dann vielleicht die transparente Art und Weise nicht ganz so cool, aber ja. René KS fragt, hi Leute, wie wäre es mit einer App für iOS und Android, die genauso klasse aufgebaut ist wie euer Webshop, nur fürs Handy. Macht weiter so, liebe Grüße René. Es ist sogar geplant. Für diese Gesamtfahrzeuge war das mal in Planung, dass man da mit seinen Wartungen sich da melden kann und so, aber ja, ich verschiebe aufs Nächste. Das war keine Shop-App so gesehen? Nein, es war eine reine, ich habe so ein MX-5 umgebaut bei SPS und will eine Wartung buchen und drücke auf den Knopf oder habe ein Problem, bin irgendwo gestrandet, drücke auf den Knopf und jemand hilft drum. Ja, das war die Idee dahinter. Aber wie gesagt, ich verschiebe auf das nächste Video, weil dann werden die ein oder andere merken, dass doch in nächster Zeit sich hier ein bisschen was ändern wird, ja. HT600 sagt zum abgerissenen Nockenwellenrad. Was für ein Zufall, ich habe exakt denselben Schaden inklusive abgerissenen Nockenwellenrad. Ich habe gerade exakt denselben Schaden da oben stehen. Ja. Oh. Nur noch nicht das abgerissene Nockenwellenrad. Ja. Hat Motor wird zerlegt, Kunde hat gesagt, ich habe starken Ölverlust von der Zylinderkopfdichtung. Super netter Kunde, muss man echt sagen, tut mir ultra leid. Osan macht den Zahnriemen runter, macht das Getriebe raus, dann kam so ein richtiger Schwall Öl. Da ich gesagt, okay, ungern, aber wir müssen in die Kopfdichtung machen, das Ding ist so undicht. Nehmen die Nockenwellen raus, nehmen den Zahnriemen ab, erstes Lager, alle Lagerstellen eigentlich so krass gefressen, erstes Lager extrem gefressen. Kopf runtergenommen, komplette Kopfdichtung, ist komplett eingefallen. Das ganze Asbest von der Kopfdichtung ist einfach mit in den Ölkanal gegangen. Es gibt diesen Kanal nicht mehr. Ich denke mal, das ist auch da das Schadensbild. Aber wird man sehen, wenn man den Motor nächste Woche komplett zerlegt hat, werden wir sicherlich im Workshop Wednesday dann sehen. Oh. Whoop That Trick 1996 fragt, wann kommt der Elektro MX-5 von euch? Hätte Interesse und was einer wird da umgebaut? ND? NA. Aber auch verweise aufs nächste Video. Ja. Jo. Mr. T fragt, glaubt ihr, die beste Zeit des Verbrennerautomobils neigt sich momentan stark dem Ende zu? Welche Jahre waren eurer Meinung nach die besten bezüglich Automodellen im Allgemeinen? Hintergrund strengere Regularien auf allen Ebenen, steigende Kraftstoff- und Rohstoffpreise, Trend zum Elektro, allgemeine kritische Meinung der Gesellschaft gegenüber Automobil und Tuning und so weiter. Ich finde, das ist eine coole Frage. Ja. Exakt. Könnte man fast ein eigenes Video draus machen. Ja. Also wenn du hier so sitzt, ne? Bist knapp 33 Jahre alt, Führerschein los. und du gerade mal 250.000 Euro angefangen hast, in Produkte zu stecken, sie voll zu legalisieren. Dann stellst du dir diese Frage verdammt oft. Ist recht einfach zu machen. Ich selbst besitze einen A, ich besitze einen B. Ich besitze einen NC, ich besitze einen ND, aber den NC mehr oder weniger ist Schrott. Den einen guten NC habe ich verkauft, vielleicht kaufe ich ihn wieder einmal gucken. Besitzen ist ein Patrol, der irgendwie aussieht wie aus den 90ern. Ich sage ehrlich, war die coolste Automobilzeit, die man jemals hatte, waren die 90er. Bin ich mir ganz sicher. Ich würde es nicht so, viele Leute sagen, 50, 60, 70 war sehr
krass, aber sicherlich, das war so, da gab es Design-Meilensteine, aber ich würde sagen, technisch war schon die 90er ganz weit vorne. Turbotechnik kam, Einzeldrossel-Turbo, Einzeldrossel in der DTM, Turbo in der DTM. Ja, ich glaube aber, dass die Hobby, der Hobby-Verbrenner immer noch da bleibt. Ich glaube auch, dass der Verbrenner an sich erstmal da bleibt. In der Straße, wo ich mir ein Haus gerade renoviere, da können nur 5 oder 6 Wallboxen angebracht werden aktuell, weil mehr Strom ist nicht da. Also weiß ich nicht, ob die Zeit zu Ende geht. Ich glaube, jeder, der Autos mag, der macht das Spiel noch mit und jeder, der Bock drauf hat, auch. Ich glaube, wir haben noch mal mehr Gain an unseren Autos, wenn man das Dach aufmachen kann. Mittag hat das jemand cool gesagt. Er hat gesagt, ich habe mir ein Cabrio gekauft, weil ich kein Moped fahren darf oder durfte von meinen Eltern. Ja, weiß ich nicht. Es ist super schwer zu sagen. Es ist aber so, dass wir natürlich das merken. Also an Aufträgen, diese ganzen steigenden Preise, weil natürlich du dann auch, also sagen wir, ein MX-5 hat ja immer ein cooles Ding, weil das Auto ist günstig, es hat Heckantrieb, ist leicht, mit relativ günstigen Mitteln habe ich ein relativ schnelles Auto. Das ist das Paket und das macht Spaß. Man kann sehr schnell in so einem Auto 35.000, 40.000 Euro versenken. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Ich glaube, dann hat das immer noch seine Daseinsberechtigung. Das Problem ist aber, ich sag mal, wenn du so ein bisschen hinten rausschaust und sagst, okay, wo geht denn mal die Reise hin? Kommst du sehr schnell zu dem Punkt und sagst, pff, da kann ich mir vielleicht auch schon ein Auto kaufen, das ist besser. Ich glaube, das ist mittlerweile, es wird irgendwann dann so eine Mentalitätsfrage. Das ist so ähnlich, wie man ein Haus renoviert und baut. Dann kommt relativ oft auf den gleichen Ball raus. Oder weil man es selbst macht oder machen lässt. Weil man es manchmal, wenn man es selbst macht, nochmal machen muss. Vielleicht auch so. Weiß ich nicht. Also es ist echt eine spannende Frage. Ich glaube nicht, dass der Verbrenner zu Ende geht. Ich glaube, dass das Thema Tuning nicht zu Ende geht. Weil ich habe immer gedacht, okay, da kommt nichts Junges nach. Die finden es nicht toll. Aber wir haben so viele junge Kundschaft, die unsere Produkte mögen. Wir haben so viele junge Leute, die die Autos fahren. Wir haben eine Kundschaft von, ich sag mal, 18 bis, ich glaube, mein ältester Kunde ist 83. Da ist alles da. Also spiegelt auch sehr gut den MX-5-Fahrer wieder. Ja, ne? Also, und ich, Mazda selbst sagt, bis 2028 ist der MX-5 gesichert, also mit dem Motor, so wie er da ist. Also ja. Wir reden über 62 Millionen Autos, die auf deutschen Straßen fahren, 1,5 Millionen Elektroautos, die dagegen anstinken. Ja, die sind gerade in 3 Jahren gekommen, alles richtig, aber ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre safe mal so weitergehen, wie sie sind. Das wird ein gesunder Mix werden. Genau. Es ist einfach also ich sehe es wie Mazda. Es ist für mich ein alternatives Antriebsprodukt, das wir da haben. Bumm. Ja. Du hast einen Diesel, hast einen Benziner, hast ein Elektroauto. Fahr von A nach B in einem Elektroauto. Hab am Wochenende Spaß, nimm einen Verbrenner. Ja. So, und zum Thema. Kann sich keiner leisten. Ja. Und zum Thema Tuning. Ich habe Mittag mit einem sehr coolen Kunde darüber gesprochen. Er sagt halt, es ist in diese ganze Thema Tuning-Kultur, da sind natürlich auch teilweise Gestalten reingerutscht, weshalb das ganze Thema so verrufen ist. Aber also ein MX-5 zählt bei weitem nicht in den ihr Beuteschema. Ich habe ungefähr 20 Stunden meines Lebens verschwendet, mir diese Videos anzugucken. Achtung, Kontrolle. Und bitte lasst es, weil da wird man echt fast teilweise aggressiv, was da den Menschen an den Kopf geworfen wird. Aber ist immer das Gleiche. Lauter Auspuff, Fahrwerk zu tief eingestellt, Stilllegung. Oh, ist der Auspuff nicht laut, ist das Fahrwerk passend eingetragen, ja, dann fährst du halt weiter. Also. Ja. Und ein MX-5 haben die, also ich habe alle Videos geguckt und die haben nicht einen MX-5 da gestoppt. Ja. PSP-Hacker fragt, wann kommt denn die ECE-Zulassung für die 3 Zoll Abgasanlage für den NB? Die sind vorbereitet. Also eigentlich müsste ich schon lange, lange fertig sein. Weil der Auftrag von uns, glaube ich, ist letztes Jahr schon weg, aber am Montag oder es hieß, nach Ostern ist unser technischer Dienst wieder komplett vor Ort und dann können wir den mit Fragen löchern. Alter, was ist das denn? Jonas fragt, der reine Wahnsinn, was ihr euch da für eure Mühe gebt für Sicherheit und sichere Eintragungen fürs Q&A.
Wenn ihr dort nun Sitz- und Gurt- und Bügelkombinationen durchtestet, wie sieht es in Zukunft mit Bügeln ohne Gurtstrebe aus? Ändert sich da was? Und ja, bleibt es dabei, dass die Bügel mit Gurtstrebe nur mit 4-Punkt-Gurten eintragbar sind? Liebe Grüße und weiter so. Nein, ändert sich komplett das ganze Produkt. Wird aber mit dem Produktrelease irgendwann Juli, August. Ja. Aber wie gesagt, kommt auch in einem eigenen Video. Also das Problem ist, dieses Anschlussvideo, das hierzu nachkommt, glaube ich, erklärt auch sehr viel, wie die aktuelle Stimmung in der Firma SPS ist. Und erklärt auch aktuell... Alter, was ist das? Das ist zum Thema lauter Ausbau. Ja, genau. Es nervt einfach. Es nervt ihn. Aber ja, da kommt da ein bisschen was zu. Ja. Ich habe es nicht weggesteckt. Du bist fertig. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, guckt das nächste Video, da wird relativ viel erklärt und da gibt es ein bisschen Laberteil von mir aus und geht's weiter. Jo. Ciao. Ich bleib genau hier sitzen.